Hallo und herzlich willkommen bei Confinity. Wir sind in unserem Büro in der Christgasse 10 in Graz. Und was wir euch heute vorstellen möchten, ist eine spannende Technologie, die sich auf Bitcoin aufbauend entwickelt hat, das sogenannte Lightning-Netzwerk. Das ist der Daniel und der ist unser Chefprogrammierer. Und der wird das Ganze jetzt ein bisschen genauer ausformulieren. Also Daniel, was ist das Lightning-Netzwerk und was haben wir heute vor? Das Lightning-Netzwerk ist ein Upgrade, eine zweite Schicht für das Bitcoin-Netzwerk, das in kommender Zeit für viele User relevant werden wird. Es ist momentan noch nicht benutzbar, aber wir wollten uns jetzt schon mal damit beschäftigen, damit wir für alle Gegebenheiten gerüstet sind, damit wir uns mal damit auskennen. Als kleines Tech-Demo haben wir vorbereitet die Demonstration, wie es dann ausschauen wird, wenn man mittels des Lightning-Netzwerks Bitcoins auf einen Automaten wie diesen Lamassu hier kaufen wird. Das heißt zusammengefasst, wir probieren jetzt im echten Bitcoin Lightning Netzwerk die erste Transaktion mit einem Automaten. Genau, Coinfinity hat einen Lightning Channel mit verschiedenen Nodes geöffnet. Dieses ist hinter diesen Automaten sozusagen angehängt und wenn ich jetzt dann meine 10 Euro reinstecke, werden diese über diesen Lightning-Channel, über das ganze Lightning-Netzwerk geroutet und werden auf meinem Handy in einen Lightning-Wallet ankommen. Das können wir jetzt versuchen, ob das funktioniert. Passt, dann wird gesagt, fangen wir damit an. Okay, also hier ist mein Lightning-Wallet, wo schon eine geringe Bitcoin-Balance drauf ist. Die kann ich jetzt bei diesen Automaten scannen und sobald ich jetzt meine 10 Euro reinstecke, wird die Transaktion über das Lightning-Netzwerk geroutet und die Wallet erkennt sofort, dass die Bitcoins eingehen und zeigt mir eine neue Balance an. Das Schöne an dieser Transaktion ist, dass sie so gut wie keine Fees kostet und sofort durchgeführt wird. Im Gegensatz zum Bitcoin-Netzwerk, wo die Fees im Euro-Bereich sein können und auch die Bestätigung der Transaktion unter Umständen eine 10 Minuten oder bis zu eine Stunde dauern kann. Das heißt, wenn das Lightning-Netzwerk dann wirklich benutzbar ist, kann Bitcoin wirklich als Zahlungsmittel wieder benutzt werden und es ergeben sich sicher sehr viele neue Möglichkeiten.